Hallo, heute ein kurzer Tipp zu schwarzen Desktop-Themen. Wir wollen vielleicht ein schönes schwarzes Desktop-Thema haben, anstatt des Standard-Themas. Hier sind wir zum Beispiel unter Linux Mint und da sieht das so aus. Es gibt ein schönes schwarzes Desktop-Thema für alle Ubuntu-Versionen, auch für Linux Mint, runterzuladen hier. Crazy, TD, DeviantArt und so weiter könnt ihr ja selber lesen. Link hänge ich an. Download File. Und dann habt ihr eine ZIP-Datei. Die muss entpackt werden. Und zwar muss die entpackt werden in einem bestimmten Ordner. Und zwar in User Share Themes. Dafür braucht ihr natürlich Administratorrecht. User Share Themes. Da gehört das rein. Gut, als Hintergrund habe ich dann Arc Colors genommen, das in User Shared Backgrounds vorhanden ist, sofern ihr das Paket Shiki Colors installiert habt. Shiki Colors Eigenschaften und da habt ihr dann zum Beispiel dieses schwarze Hintergrundbildchen, das ich momentan verwende. Das installiert hier unter Linux Mint 12 Lisa. Haben wir zusätzlich sowieso schon standardmäßig drin. Das GNOME Tweak Tool, solltet ihr das nicht haben, installiert euch das. Denn mit dem GNOME Tweak Tool könnt ihr folgendes tun. Ihr könnt GNOME-Tweak Tool, erscheint dann als erweiterte Einstellung, könnt ihr dann gegebenenfalls das Thema noch ändern. Hier habe ich zum Beispiel das Fensterthema auf Add Weiter gestellt, weil mir die Buttons vom Thema, das Black and Black ist, nicht so gut gefallen haben. Ihr müsst übrigens gegebenenfalls mal ausloggen, wieder einloggen, damit das überhaupt aktiv wird. Ich habe, wie gesagt, hier Add Weiter gewählt. Gefiel mir besser, weil ich hier noch erkennen kann, wofür die Buttons da sind. Nachteil dieses Themas ist eigentlich, dass ihr zum Beispiel in einer Webseite hier zum Beispiel schlecht erkennen könnt, hier oben die Navigation, aber ihr wisst wahrscheinlich sowieso, was für was gut ist. Man erkennt auch teilweise Bearbeiten, Profileinstellungen hier zum Beispiel im Terminal, diesen Rollbalken schlecht. Also weiß man, dass der Rollbalken da ist, dann kann man den einstellen, aber es funktioniert gut. Den habe ich hier übrigens im Terminal so eingestellt, benutzerdefiniert, Textfarbe grün, Hintergrundfarbe schwarz. Gut, das dazu. Aber mir gefällt es so gut, ich kann mit diesen kleinen Sachen leben, dass nicht immer alles perfekt ist. Okay, wie gesagt, entsprechend dann in die Ordner kopiert mit Administratorrechten. Das hier sollte dann da sein, wie gesagt, aus dem Shiki-Paket. Und dann habt ihr einen Desktop, der so aussieht wie hier, ne? Unter der GNOME Shell. Das ist übrigens GKrell-M, hatte ich auch schon Videos dazu gemacht. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.